Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal von BV Mainz. Mein Name ist Sergio und heute fangen wir eine kleine vierteilige Reihe an, in der wir über Bowling Ball Arsenal sprechen möchten. Im heutigen Video sprechen wir über den ersten Ball, den ihr euch kaufen solltet, und diese Videoreihe wird mehr oder weniger genauso aufgebaut sein. Erstes Video erster Ball, zweites Video zweiter Ball, drittes Video dritter Ball und im vierten Video fassen wir zusammen 4 plus Bälle, das heißt, je nachdem was für eine Spielerart ihr seid, welche Bälle ihr euch bedenken könntet. Wir werden auch versuchen in den Videos zu sagen, für wen wir welche Bälle und warum erläutern. Also das heißt, seid ihr ein Gelegenheitsspieler, seid ihr ein Freizeitligaspieler, seid ihr ein Vereinsspieler und ähnliches. Und auch ein Preissegment euch immer mitgeben. Also ich nehme als Beispiel die Seite von Marc, das ist mlbowling.de. Marc, unser erster Vorsitzender, hat ja einen Pro-Shop und ich persönlich finde aus meiner Recherche, dass er immer relativ weit unten mit seinen Preisen ist. Das heißt, er soll euch nur ein Gefühl geben, denn die Preise sind jetzt vom Januar, Februar 2023 und aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage kann sich das alles leider relativ schnell ändern. Preise sind auch immer Ballpreise ohne Bohrung und ähnliches, wichtig zu wissen. Aber was wir hoffen mit dieser Videoreihe zu schaffen, ist, dass ihr für euch einfach die Gedanken mitnehmen könnt, um zu wissen, welche Bälle ihr euch kaufen solltet, wann und warum wir euch empfehlen, bestimmte Ballarten zu kaufen. Und ich denke mal, die erste Ballart wird schon eine relativ große Überraschung sein. Und wie gewohnt haben wir natürlich auch eine kleine Frage fürs Video, würde mich sehr interessieren, wird in der gesamten Reihe gefragt werden, wie viele Bälle möchtet ihr euch in 2023 kaufen und wie viel groß soll euer Arsenal werden? Schreibt es gerne unten rein und wir fangen dann direkt mit dem ersten Ball an. Wir fangen also, wie erwähnt, mit dem ersten Ball an und ich habe hier so eine kleine Tierlist erstellt. Es ist keine Tierlist per se, vielleicht kennen einige von euch das, vielleicht auch nicht. Es ist einfach nur, ich habe hier so ein paar Reihen. Erster Ball, zweiter Ball, dritter Ball, vierter plus Ball oder Bälle und dann Sergios Arsenal. Und hier habe ich so ein paar Bälle schon reingepackt, wo ich euch dann nach jedem Bereich immer sagen würde, okay, das ist der Ball, auf den ihr euch fokussieren solltet und wer vielleicht von den anderen Bereichen auch noch das macht. Und unten wird mehr oder weniger am Ende zusammengefasst, was ich oder ein bisschen anders mache oder gleich mache, wie ich es euch empfehle. Fangen wir aber mit dem ersten Ball an. Und der erste Ball, den ich jedem empfehlen würde, egal ob ein Anfänger, ob jemand, der schon ein bisschen gespielt hat oder nicht und der möchte sich den ersten Ball kaufen, es ist ein Plastikball. Warum ein Plastikball? Also Plastikbälle gibt es unterschiedliche und bei Plastikbällen reden wir mehr oder weniger von Räumbällen. Also es ist ja der Grundsatz von einem Plastikball ist, es hat eine Plastikoberfläche, also keine Reaktivoberfläche und es hat eigentlich einen Kern, aber nicht wirklich. Das heißt, dieser Ball ist dafür da, eigentlich geradeaus zu laufen. Deswegen nennen wir ihn Räumball. Als Rechtshänder möchten wir damit den rechten Bereich der Bahn, wenn einzelne Pins da sind, besser räumen können. Als Linkshänder dementsprechend den linken Bereich. Aber warum sollte das euer erster Ball sein? Es hat mehrere Gründe. Zum einen würde es, gerade wenn ihr Anfänger seid und ihr euch entscheidet, okay, ich möchte eigentlich nur Gelegenheit spielen und ich will nur einen Ball und ich bin vielleicht einmal am Monat nur in der Bahn und habe gar keine so hohen Anforderungen an mein Spiel, ist das ein Ball, das ist euer erster Ball, der auf eure Hand gebohrt wird. Und mit dieser Bohrung, also meistens Fingertip, nicht unbedingt Conventional, das heißt, es ist wirklich eng an eurer Hand anliegt, mit dieser Bohrung werdet ihr lernen, Bowling zu spielen, was ganz anders ist, als wenn ihr nur einen Hausball benutzt. Ja, aber mit diesem Ball als ersten Ball, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr dann entscheidet, möchte ich weiter im Bowling gehen oder nicht. Und damit könnt ihr extrem gut die Grundlagen vom Bowling üben. Sei es so der Anlauf, sei es sogar die Ballabgabe, denn auch so ein Ball kann man mit Kurve spielen. Zwar nicht konstant und auch nicht auf super hohen Ergebnissen, aber es ist ein Ball, womit ihr Bowling lernen könnt. Und es ist auch ein Ball, egal auf welchem Fortschritt ihr dann später seid, den müsst ihr nicht ersetzen, denn er soll einfach nur geradeaus laufen. Deswegen ist es eine unglaublich gute Investition und es ist auch vom Preissegment her der günstigste Ball. Es gibt unterschiedliche Marken, wir haben hier so ein paar Beispiele. Wir haben Marks Seite als Beispiel. Aloha Zero. Aloha ist so eine etwas günstigere Bowlingmarke, die wirklich Einsteiger-Equipment eher macht. Aber so ein Plastikball ist es auch egal, weil er muss ja nichts Besonderes können. Liegt ungefähr bei 86 Euro. Pro Bowl, auch so eine Marke, die dafür bekannt ist, etwas einsteigerfreundlicher zu sein von den Preisen. Da liegt so ein Räumball bei 89 Euro. Ihr könnt natürlich ein bisschen höher gehen. Ihr könnt von Brunswick euch einen T-Zone holen, der 99 Euro kostet. Aber bis auf das Aussehen eigentlich keinen großartigen Unterschied hat zu diesen beiden. Und das muss euch einfach nur bewusst sein. Es ist ein Räumball, es ist ein Polyester-Kunststoffball.
soll hauptsächlich geradeaus laufen. Von Storm gibt es den Spot On, der liegt aktuell bei 101 Euro. Es gibt auch noch The Mix, aber das ist nochmal eine etwas andere Oberfläche und schon ein Kern. Also der liegt aber auch, glaube ich, so bei 120. Aber das sind so die Räumbälle. Oder ihr könnt auch ganz bekloppt sein und sagen, hey, ich will so einen coolen Ball, der aus Glas ist oder irgendeine Musterung hat. Zum Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele, auch bei Marc, so eine Amerika-Flagge, ein Smiley, ein Totenkopf. Die liegen von Visiball, das ist, glaube ich, DV8 oder Brunswick. Die liegen so im Schnitt bei 160 Euro. Oder wenn ihr auch richtig Kohle habt, könnt ihr euch auch von Motive einen Spareball holen, wo es ist nichts anderes, das muss ich wirklich sagen, es ist einfach nur ein Polyesterball, aber es ist ein Designball, der mal eben bei 231 Euro liegt. Am Ende machen alle Bälle, die ich jetzt gezeigt habe, genau dasselbe, sie sollen gerade auslaufen, aber für Anfänger, für Leute, die gerade ins Spiel reinkommen wollen oder für Leute, die maximal einmal im Monat mal spielen, ist das für mich einer der ersten Bälle, die ihr in eurem Bag braucht, also in eurer Tasche. Besonders, weil ihr damit das Bowling lernen könnt und daraus einfach viel bessere Entscheidungen treffen könnt für euren darauffolgenden Ball, falls er in Frage kommt. Bedeutet, der erste Ball ist ein Räumball. Ich packe hier mal die amerikanische Flagge, also es war so ein Visiball. Ich persönlich werde mir wahrscheinlich so einen vom Pro Bowl holen, denn er soll nichts Besonderes können, nur geradeaus laufen und das können die alle relativ gut. Und das waren sie, die Grundgedanken zum ersten Ball. Ich hoffe, dass wir euch damit weiterhelfen und falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne unten rein. Ich versuche bestmöglich darauf einzugehen und natürlich auch, wenn ihr eine andere Meinung habt, auch das könnt ihr gerne unten reinschreiben, denn das Ganze ist natürlich nur basierend auf Erfahrungen, die ich habe, sowohl von den Leuten, die ich trainiere, Leuten bei uns im Verein oder meine persönliche Erfahrung. Und denkt an die Frage des Videos, wie viele Bälle möchtet ihr euch in 2023 kaufen, beziehungsweise wie groß soll euer Arsenal dieses Jahr werden? Und ich hoffe, wir sehen uns dann im kommenden Video hier auf dem Kanal. Wahrscheinlich zwischendurch, denn diese Reihe soll ein bisschen schneller rauskommen als nur jeden Donnerstag.